zusammen. Mein Name ist Liebig Christina und heute werden wir uns gemeinsam mit dem einzigartigen grünen Denkmal und Lieblingsort vieler Almatiner beschäftigen, Baumannsheim. Schnitkow, der den Alltag der Region festhielt, erinnerte sich an Eduard Baum. Er war ein echter Waldfanatiker und war aufgeregt über jeden Baum, als ob er ihn selbst gepflanzt und gepflegt hätte. Und für ihn war der außergewöhnliche Umstand, dass er nach dem Erdbeben von 1887 in Werni die Erlaubnis zum Fällen von Bäumen für den Bau geben musste, immer wie ein Stich ins Herz. In diesem Jahr feiern wir den 170. Geburtstag des Sportwissenschaftlers Eduard Baum, der 47 Jahre seines Lebens in der Stadt Werni verbracht hat, solches früher Almaty. Seinen Namen trägt ein Heim, ein außergewöhnlicher Waldpark im nördlichen Teil des heutigen Almaty. Zwei Mitglieder der Familie Baum lebten und arbeiteten in Werni. Otto Baum und sein jüngerer Bruder Eduard. Sie wurden in die Familie des baltischen Deutschen Otto Baum geboren, eines Botanikers und Gärtners aus Behm. Der Förster Eduard Baum, Organisator der ersten Waldgärtnereien der Region Semirechensk, wurde am 3. August 1850 in Jekaterinoslaw geboren. Die Redaktion der DATS wird Ihnen nicht nur einen der historischen Orte unserer Stadt nachherbringen, sondern auch Eduard selbst. Im Oktober 1875 beginnt er seine dienstliche Karriere als Landschaftsarchitekt von Werni. Im Laufe der Jahre wurde nach Baum ein Hain benannt, in dessen Anlage er einiges an Arbeit gesteckt hatte. 1887 wurden in Hain versuchsweise Eichen, Linden, Birken, Kiefern und Ulpen gepflanzt. Der Baumheim ist der größte, grünste und älteste Teil von Almaty und hat große Bedeutung für die Stadt. Heimatforscher weisen jedoch darauf hin, dass der Hain wuchs lange bevor Eduard im alten Werni ankam. Der Baumhain, der vor der Revolution nach Alferow oder Peremetin benannt war, blieb in literarischen Denkmälern erhalten. Der Schriftsteller Krasnow fragte sich, wer denn der Zauberer ist, der diese regulären Gassen durchbrochen hat, der in der Wüste zwischen den Apfelplantagen von Almaty diesen Park gepflanzt hat, der in der Schönheit der üppigen wilden Vegetation mit den besten Schlossparks von St. Petersburg verglichen werden kann. Eduard Baum vermittelte allen Bewohnern der Stadt die Liebe zur Natur und zum Gärtnern. Im Laufe der Jahre hat sich Eduard Baum einen glänzenden Ruf aufgebaut. Seine Umweltpolitik wurde von vielen in der Stadt unterstützt. Er war in sozialen und wissenschaftlichen Aktivitäten engagiert. Er stellte Projekte, Vorschriften und Anweisungen für umweltfreundliches Bauen. Auf seine Initiative wurden die Einwohner von Werni und andere Siedlungen in Semirechi verpflichtet, mindestens zwei Obst- und dekorative Einheiten zu pflanzen. Die Bevölkerung bekam dafür kostenlos Setzlinge zur Verfügung gestellt. Baum initiierte am 15. April das jährliche Festival des Bäumenpflanzens. Während dieses Fests wurden im Jahr 102 mehr als 1500 Sämlinge verschiedener Arten entlang des Flusses Mala-Almatinka gepflanzt. Heute findet man hier viele Orte zur Unterhaltung und Zeitvertrieb. Es ist wichtig anzumerken, das Gebiet des Hains für viele Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts von der Stadtverwaltung ins Leben gerufen wurde und in den Jahren 80er und 90er war der Hain berüchtigt. Und die Einheimischen umgingen den Hain. Glücklicherweise änderte sich die Situation jedoch im 21. Jahrhundert nach der Verschönerung des Hains. Baum lebte von 1880 bis 1921 in diesem Haus. Es ist staatlich geschützt und befindet sich an der Kreuzung der Batyrstraßen, Kamengilde und Kapanweih. Das Haus, in dem er von 1880 bis zu seinem Tod im Mai 1921 lebte, war nicht einfach ein Haus, sondern ein mit Schnitzereien und Mustern geschmückter Turm. Es ist ein Musterbeispiel der damals verbreiteten Holzarchitektur. Eduard starb im Alter von 71 Jahren in seinem eigenen Hausturm. In der nun unbenannten Stadt Almaty, wo die Beerdigung von Eduard Baum stattfand, eines Mannes, der sich ein halbes Jahrhundert lang
mit dem Grünbau von Semiretschi beschäftigte. Durch unseren gemeinsamen Besuch des Baumhains erfahren Sie mehr über einen Deutschen, der gewissenhaft und ehrlich seine berufliche und bürgerliche Pflicht erfüllt hat. Lesen Sie das, schauen Sie unser Video und bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren interessanten Neuigkeiten.